Golf 3 perfekt recycelt. Quasi alles da, was du brauchst, um dich nicht dabei anzustrengen. Und jetzt zeige ich euch dieses Supermonster, was ich mir gebaut habe, wovon ich mir so viel von verspreche, dass ich also praktisch daneben stehen kann und das Öl quasi ganz alleine in das Getriebe läuft. Ne? Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar machen wir ja hier zum Beispiel sehr viel so, ja, Wartung und Verschleiß. Ne? Also wenn du mich kennst, dann wirst du sehr viele Wartungs- und Verschleiß-Videos auf meinem Kanal finden. Und wir machen auch das eine oder andere mit Fehlersuche, beziehungsweise ich erkläre euch auch gerne ein paar technische Zusammenhänge. Wir machen jetzt zum Beispiel hier Getriebeölwechsel. Und ich will es nur nochmal sagen, ich hatte am Anfang diese Dose da, die steht auch da, zeige ich euch jetzt mal eben. Also da muss ich sagen, die ist sehr, sehr, sehr gut und du hast eben auch die Möglichkeit, dadurch, dass du ja immer nur diesen kleinen Pumpweg hier hast, da auch ein persönliches Workout rauszumachen. Das heißt, wenn dein Schaltgetriebe 2 Liter bekommt, bis du hier mal so einen Liter durchgepumpt hast, das dauert ein bisschen. Ne? Und dann hast du natürlich dann auch gleich die entsprechende Betätigung, kannst du der Fitness Club kannst du dir quasi schenken. Und dann haben wir ja sehr häufig auch schon dieses Ding hier benutzt, wo ich immer noch positiv überrascht bin, dass das überhaupt noch funktioniert, weil Kunststofföl, Kunststoff, was ich so in Öl, so, das ist natürlich manchmal nicht so geil. Ne? Aber hier, das Ding funktioniert einwandfrei, ne? Also man kriegt da Öl mit rein und alles wunderbar. Allerdings bist du dann hier auch ein bisschen zugange, bis du dieses 75W90 manchmal einfach komplett ins Getriebe reingepumpt hast. Ja. Auch das ist natürlich mit einem speziellen Workout verbunden. So, jetzt habe ich schon wieder Getriebe und andere Finger. Und jetzt muss man wissen, kann man das auch ein bisschen anders machen? Und ich sage dazu ganz einfach, Golf 3 perfekt recycelt. Wir wollen ja auch hier mit minimalem Kraftaufwand maximale Leistung erbringen und deswegen gibt es auch die Möglichkeit, aus einem Golf 3 eine Getriebeölpumpe zu bauen. Das ist relativ simpel und einfach. Es ist quasi alles da, was du brauchst, um dich nicht dabei anzustrengen. Und jetzt zeige ich euch dieses Supermonster, was ich mir gebaut habe, wovon ich mir so viel von verspreche, dass ich also praktisch daneben stehen kann und das Öl quasi ganz alleine in das Getriebe läuft. Ne? Denn wir wissen ja alle, Zeit ist Geld. Dafür gibt es dieses schöne Ding hier. Also alles, ja, wenn du nicht weißt, was du mit deinem Golf 3 anfangen kannst, bau eine Getriebeölpumpe raus. Du brauchst den Keilrippenriemen von deinem Golf 3. Du brauchst einen Kühlwasserschlauch von deinem Golf 3 und dann den entsprechenden Behälter, die Servopumpe und natürlich auch den Servolenkungsschlauch. Und schon verspreche ich mir davon, dass wir mal eben mit diesem geilen Teilchen hier die 2 Liter, die da drin sind, ohne Anstrengung da reingepumpt bekommen. Ja. Man muss ja im Alter auch ein bisschen mit seinen Kräften haushalten und ja, das probieren wir heute aus. Das heißt, es kommt gleich jemand, da wechseln wir das Schaltgetriebeöl, das ist schon relativ lange drin, das Auto ist glaube ich Baujahr 2015 oder so und das machen wir. Und dann schauen wir mal, was da für eine Brühe rauskommt und wie bequem wir die Brühe da wieder reinbekommen. Ja, ich stelle euch quasi um. Los geht's. Ja Leute, erst die Einfüllschraube lösen, denn ihr müsst ja euch irgendwie auch überlegen, falls die Einfüllschraube nicht losgeht, wie kriegt ihr dann das Öl wieder ins Getriebe? Ne? Also in dem Fall ist die jetzt hier an der Seite. Dafür braucht ihr eine 17er Imbusnuss. Hier ist jetzt ein VW-Getriebe. Und da läuft schon raus. Das ist also schon gut gefüllt. So, den Eimer müssen wir natürlich mal drüber stellen. Na, schauen wir mal. Jeppa. Die Ablassschraube haben wir auf der gegenüberliegenden Seite. Wie gesagt, auch hier 17er Imbus. So, einmal nehmen und dann mal hier so ein bisschen ablassen, beziehungsweise vorsichtig, weil das schwappt natürlich alles immer sehr, sehr schön. Immer so ein bisschen mit Schmiererei verbunden. Jeppa. Bin mal gespannt, wie viel da rauskommt. Ja, das braucht alles schon ein bisschen. Ja, also das Getriebeöl läuft recht langsam da raus, obwohl das Getriebe warm ist. Aber okay, wir lassen es einfach noch ein bisschen laufen. So, jetzt können wir hier die Ablassschraube wieder reinmachen. Die Schraube kriegt sowas um die 35. So Leute, 1,5 Liter sind ungefähr rausgelaufen.
Jetzt machen wir natürlich hier unseren Behälter erstmal voll. Machen den nicht ganz voll, aber schon ein bisschen. Und jetzt geht es natürlich darum, langsam das Öl da reinzupumpen. Schön mit dem Akkuschrauber ganz tief entspannt, bis das Getriebe wieder voll ist. So, lasst den Behälter nicht ganz leer laufen, dann habt ihr auch kein Problem damit, dass sich das Ding Luft zieht. Behälter wieder voll. Hoppala, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass das Ding nicht überläuft. Das wollen wir ja nicht, ne? Lieber schön langsam drehen. Ein bisschen warten, damit das Öl dann auch entsprechend nachsacken kann. Weil ihr müsst euch ja vorstellen, wenn ihr zu schnell das Getriebeöl einfüllt, das Getriebeöl braucht ja auch Zeit, um sich im Getriebe zu verteilen. Ja, da sind ja massenhaft Zahnräder drin, Synchronringe und Pipapo und Versteifung. Und du musst dem Öl einfach Zeit geben, damit es auch wirklich in die Ecken laufen kann. Dann sackt es nämlich nochmal nach und dann könnt ihr nämlich noch mehr einfüllen. Wenn ihr jetzt einfach beim ersten Mal einfach deine Schraube reindreht, dann ist das nicht geil. Also wenn ich jetzt volles Rohr drehen würde, dann wird das Öl da förmlich rein. Ja, jetzt kommt es raus. Hier ist also noch der Eimer drunter. Wir warten trotzdem noch ein bisschen, damit das Öl entsprechend sich noch weiter verteilen kann. Und dann drehen wir gleich zu. Ja, perfekt. Ja, das Öl läuft immer noch nach. Das heißt, ihr könnt das nicht einfach mit voller Pulle da reindrücken, sondern wie gesagt, ihr müsst dem Öl Zeit geben, damit es sich im Getriebe gleichmäßig verteilen kann. Ja, jetzt dürfte es voll sein. So, können wir es wieder hier abmachen und hier weghängen. So, und jetzt müssen wir natürlich die Schraube wieder ansetzen. Wie gesagt, die kriegt so um die 35 Newtonmeter. Und das Getriebe wird in dem Sinne gefüllt bis oben hin. Ihr braucht also da keine neuen Dichtringe, sondern das geht eben darum, dass die Schraube kegelförmig ist. Die dreht sich quasi ins Gehäuse rein. Und dann haben wir es. So, 35. So sieht die Brühe aus. Ah, ich glaube, das hat sich gelohnt, ne? So, und ihr seht, da sind vielleicht 1,6, vielleicht so knapp 2 Liter drin. Wie gesagt, es wird aufgefüllt, bis es rausläuft. Da solltet ihr aber auch nochmal drauf achten. Das gilt nicht für alle Getriebe. Bei dem Getriebe gilt das aber. Ja, ihr müsst, wie gesagt, wenn ihr auch die Möglichkeit habt, das Öl ganz schnell reinzudrücken, ihr müsst dem Öl gerade, wenn das so ein 75W90 ist, was ihr jetzt hier bei 5, 6 Grad ins Getriebe füllt, braucht das einfach, bis das im Getriebe verteilt ist. Das heißt, nur weil das dann irgendwann mal rausläuft, heißt das nicht, dass das Getriebe voll ist. Ja, ja, den Bauplan der Pumpe, den habe ich euch ja in Anführungsstrichen schon gesagt und gezeigt. Und wenn ihr einen Golf 3 überhaupt, dann, ich glaube, mit dem Polo würde das dann auch gehen, ne? Also eigentlich könnt ihr jeden Volkswagen zu einer Getriebeölpumpe modifizieren, außer die eine elektrische Servolenkung haben. Okay, danke, dass du bis hierhin geschaut hast. Ich sag vielen Dank und wenn du Bock hast, sehen wir uns im nächsten Video. Ich muss an der Kiste jetzt noch 2-3 andere Sachen machen und dann sind wir auch komplett mit dem Auto durch. Ich sag bis denne. Ciao, ciao.